Wir rollen jetzt hier auf der Bundesstraße, dann biegen wir ab auf die letzten Kehren am Kitzbühelhorn. 865 Höhenmeter, 19 Kehren, 7,1 Kilometer geht's dann rauf bis zum Alpenhaus. Und wir hoffen natürlich, dass die Österreicher da vorne mitmischen können. Das hofft natürlich auch ein ehemaliger Rundfahrtsieger, jener von 1994. Harald Morscher, jetzt am Mikro bei René Haselbacher. Ich bin jetzt bei Harald Morscher und ich frage mal, passt alles bis jetzt? Ja, ist eigentlich bestens gelaufen heute für uns. Wir wollten uns auf der ersten Live-Etappe auch live präsentieren. Mit Sylvain Dillier haben wir das heute bewiesen und ich denke, wir werden noch eine tolle Rundfahrt haben. Super, danke und zurück zu Peter und zum Zadi. Ja, Josef Benetzeder wäre von Harald Morscher aus gesehen aus seiner Sicht der stärkste Bergfahrer, der aber hier am Kitzbühelhorn nicht die Klasse hat, sicher mit den Top-Leuten mitzugehen. Wer hat jetzt die guten Beine, Gerhard? Das Gefühl, auch Adriano Buffi hat es gerade gesagt, if you know, you have the good condition. Wie spüre ich als Radfahrer jetzt, ob meine Beine heute gut sind? Denn ich kann ja solche Anstiege nicht vor der Etappe im Sitzplatz ausprobieren. Die Wahrheit wird sich dann wirklich erst für den einen oder anderen hier im Kitzbühelhorn herausstellen, weil ja dieses Empfinden oft sehr subjektiv ist. Der Fahrer versucht natürlich immer wieder in den Körper hineinzuhorchen, versucht auch zu spüren, wie gut bin ich heute beieinander. Aber die Stunde der Wahrheit ist dann erst wirklich dann in den steilen Rampen herauf und da entscheidet sich, ob die Beine wirklich gut sind, wie man im Radfahrjargon sagt oder nicht. Und wie merke ich das? Merke ich das schon unten auf dem ersten kleinen Anstieg, dass ich sage, ui, ich kann nicht diese Frequenz Du merkst es, dass die Beine zu brennen beginnen, dass du Mühe hast, mit dem Tempo mitzugehen, wenn es nicht geht. Und das merkst automatisch und du siehst, sie fahren weg und du kannst nichts dagegen tun, weil einfach die Schmerzen dermaßen groß werden und selbst wenn du dich quälst dabei, hilft es bei allem nichts. 10 Kilometer noch zu fahren bis ins Ziel. Die Spitzengruppe nähert sich schon der Abzweigung dann zum Kitzbühelhorn. Die kommt also in etwas mehr als 2,5 Kilometer. An die 1000 Fans schon hier oben am Alpenhaus sorgen für die tolle Stimmung. Da haben Sie noch einmal die Daten auch eingeblendet. 1670 Meter hoch, die maximale Steigung, die wird erreicht im Schlusshang. Hier, den Sie hier sehen, in der Kehre 14 auf der Goinger Alm. Zwischen der Goingerheim und dem Alpenhaus. Was machen die großen Stars hier, Menschow und Sastre? Die haben sich, was ihre Form betrifft, noch bedeckt gehalten vor dem Start. Hören wir mal den ersten von den beiden. I hear about it, but I did it, you know. Carlos Sastre hat schon davon gehört, ist aber noch nie gefahren, aber nur gehört, dass das Kitzbühelhorn sehr schwer ist und das ist gut für ihn. Das ist auch eine Ansage. Wobei, hast du gesehen, wie er die Stirn gerunzelt hat dabei? Also auch für ihn natürlich die große Unbekannte, wie schwer ist das Kitzbühelhorn? Aber er ist natürlich ein Mann von Weltklasse, immer noch trotz seiner 36 Jahre. Und ich glaube, er ist hierher gekommen, um wirklich um den Rundfahrtsieg mitzufighten. Und was sagt sein Teamkollege? Was sagt Dennis Menschow? No, I think it's it's important stage, no? Eine wichtige Etappe, ein sehr harter Anstieg. Wenn du in der Gesamtwertung vorne mit dabei sein willst, dann musst du hier vorne mit dabei sein. Ja, Defekt hier beim Fahrer vom Androni-Team. Ja, das ist Reserverad übernommen. Ja, das ist Roberto Ferrara gewesen. Ja, der kriegt jetzt wechselt komplett das Rad aus, weiß nicht, was der hat. Entweder kriegt jetzt eine andere Übersetzung, aber da hat es offensichtlich was Gröberes, wenn das ganze Rad getauscht wird. Könnte ein Schaltungsproblem sein. Ja, ist natürlich bitter jetzt so kurz vor dem Kitzbühelhorn, aber er hat zum Glück hat er den Anschluss noch in der Kolonne gefunden. Man sieht jetzt ganz deutlich, er versucht sich jetzt im Windschatten der Autos wieder ans Feld heranzuführen. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich der Schnitt größer geworden. Vorne sieht man jetzt auch die Mannschaft von Skill, die jetzt sich an der Führungsarbeit vorne beteiligt und da wird es natürlich schwierig, dann wieder von hinten ins Feld hineinzukommen. Ich schwitze schon in Kitzbühel zur Abzweigung, nur noch 1 Kilometer und das Feld hat noch nicht aufgeschlossen. Also hinten muss man jetzt heranfahren, da hofft man offensichtlich, dass die jetzt alle sowieso auseinanderfallen, ja, zusammenbrechen. Also erfahrungsgemäß dürfte jetzt keiner von denen wirklich dieses
dieses Horn. Ui, Sturz, Achtung, Vorsicht, da ist was passiert bei der Verkehrsinsel. Und das Ganze im Feld hinten jetzt an eine ungünstige Stelle. Das schaut nicht gut aus. Ja, Gott sei Dank alle Fahrer wieder aufgestanden. Das ist ein Fahrer vom Tirol-Team, das ist Mario Schäuble, einer der jungen Leute, der da jetzt deutet mit dem Rad. Da kommen jetzt die Mechaniker. Auch Radio Shack betroffen, das ist Matthew Buski, der US-Amerikaner, auch ein starker Mann. Ja, man merkt, mit der Nummer 31. Man merkt, da wird jetzt natürlich die Nervosität im Feld wesentlich größer und dann kann es schon passieren, dass sowas übersehen wird, vor allem wenn sich das Feld jetzt, wenn permanent Fahrer versuchen, Positionen einzunehmen. Und die Spitze schon unter der Unterführung durch. Es geht in Richtung Anstieg noch 8 Kilometer und in wenigen 100 Metern kommt dann der Anstieg. Noch einmal der Sturz aus der Helikopterperspektive. Die Verkehrsinsel, hinten wird es dann eng, die Autos parken und mitten, ja, da innen. Da ist tiefer Boden, da ist ganz tiefer Boden. Ein Fahrer da über die Insel gehüpft, ja. Ja, leider nicht gesichert, diese Verkehrsinsel. Da hätte wirklich wer hergehört, der akustisch und optisch die Fahrer waren. Es steht hier kein Kommissar. Vor allem auch, weil auf der linken Seite die Autos stehen und man sieht, die Autofahrer hätten ruhig noch Platz gehabt, ein bisschen weiter an den Straßenrand zu fahren. Vielleicht auch mein Appell für die Zukunft an alle Autofahrer, bitte fahren Sie ganz an den Straßenrand, weil damit könnte man in Zukunft auch solche Situationen verhindern. Die Spitzengruppe ist schon eingefahren und schon hier bei dieser kleinen Steigung beginnen sie. Die Qualen am Kitzbüheler Horn, der erste, der abreißt, das ist die Je schon, der ein guter Bahnfahrer ist, der kann nicht mehr hin. Auch Fouchard, die guten Sprinter sind unten schon weg. Und fürs Feld geht es jetzt natürlich um die Positionen. Wo sind die guten Bergfahrer? Wie können sie sich jetzt hier einreihen? Ja, man sieht jetzt, wie sich die Fahrer auch hinten umdrehen, ob noch der Kapitän im Hinterrad ist und ihm zu einer besseren Position nach vorne bringt. Katscher reißt ab. Auch Giselin kann das Tempo nicht mehr halten, ganz vorne. Das ist der Mann vom Astana-Team. Das ist Simon Clark, der hier ordentlich angetreten ist. Und ich glaube auch ED ganz vorne noch mit dabei. Zieht sich schon das Ganze weit auseinander. Ja, da ist natürlich jetzt vorbei mit Windschatten fahren, da fährt jeder sein eigenes Tempo. Das Einzige ist einfach nur das psychologische Anhalten können am Hinterrad, aber vom Windschatten geben und von zusammenzufahren ist jetzt keine Rede mehr. Da fährt jetzt jeder für sich selbst. Und hinten sieht man, wie bereits die Teams ihre Kapitäne, ihre Bergfahrer nach vorne bringen. Und da sieht man wieder seine Verkehrsinsel. Sind wir bei der Spitze, das ist Daryl Impey an der Spitze, der jetzt auch da schon ein bisschen den Anschluss verloren hat. Sastre und Menschow hinten, die haben eine ungünstige Position nach dem Sturz gehabt, haben wir jetzt gehört, aus dem Rennen, müssen jetzt auch kämpfen. Ganz vorne hat sich aber der Mann vom Cofidis-Team, glaube ich, vorne gelöst. Dieser Abschnitt vor. Ja, und jetzt fährt auch schon das Feld unten hinein. Man sieht natürlich wesentlich höheres Tempo. Und wenn man hier eine schöne Linie fahren kann, nicht behindert wird, nicht zu breit hineinfährt, dann kann man natürlich auch den Schwung gleich in die ersten Meter hineinnehmen. Das ist 2 Minuten 10. Der aktuelle Rückstand des Feldes unten bei der Einfahrt, das ist sehr viel. Während hier auch Alexandre Genier abgerissen ist, der Mann vom Skill-Shimano-Team. Das ist Simon Clark, der jetzt da das Tempo macht, der jetzt am ersten Stich schon weggegangen ist, gemeinsam mit Nicolas Edé. Enorm stark, eigentlich ein Sprinter, der junge Mann aus Frankreich, aber auch er hier versucht da jetzt doch noch irgendetwas zu schaffen. Also es wäre ein schöner Vorsprung, wenn diese letzten 8 Kilometer flach wären. Dann könnte ich sagen, okay, diese Gruppe kann oder diese paar Fahrer können unter Umständen auch durchkommen, aber nicht bei diesem Anstieg hier. 7 Kilometer mit Rampen bis zu 23%. Also da ist natürlich für diese Gruppe der Ofen aus. Noch eine halbe Stunde gut zu fahren. Wir werden für Sie auch genau mitstoppen. Dann die Auffahrtszeit auf der Jagd nach dem Rekord von Thomas Rohrecker. Und für ihn geht es natürlich auch jetzt darum, sich da möglichst gut einzureihen. Edé und Clark, also die beiden, die vorne diese Spitzengruppe gesprengt haben. Die anderen fallen jetzt zurück und dahinter über 2 Minuten Rückstand jagen jetzt die Bergspezialisten heran. Da haben wir schon die Mannen von Leopard Track. Die machen jetzt Tempo für Denifel und für Rohrecker. Auch die Radio-Check-Mannschaft natürlich für Machado. Und jetzt geht es dann rein bei dieser Brücke. Beginnt dann die offizielle Zeitnehmung für den Anstieg. Ja, links ist, sieht man außen Denifel, an zweiter Stelle Thomas Rohrecker. Ja, die haben sind einmal mit guten Positionen reinkommen. Das ist schon mal sehr viel wert, wenn du jetzt nicht von hinten noch Positionen gut machen musst.
Und die Information vorne auf der Tafel wird die beiden freuen. Vorsprung noch immer 2 Minuten 20 für die beiden Spitzenfahrer. Jetzt unterwegs auf den ersten der insgesamt 19 Kehren. 7 Kilometer noch bis ins Ziel. Und Thomas Rohrecker ist vorne, genauso wie Stefan Denifel. Ja, momentan noch am flacheren Stück hier dieses Berges. Aber das wird sich bald einmal ändern. Spätestens bei der Mautstelle, wenn sich dann die Straße zu 14% hinauf aufbiegt, da wird es dann wirklich schwierig. Sie fahren heute Übersetzungen. Die meisten haben Übersetzungen vorne 36 Zähne und hinten 27. Ja, das ist fast schon 1:1 übersetzt. Nicht ganz so, aber diese 27 Zähne hinten nimmt man auch als Reserveanker mit, wenn einmal der Tag nicht so gut läuft, dass man vielleicht noch trotzdem den Berg raufkommt. Und normalerweise wird so um die 25 hinten gefahren. Er sieht wieder an der Spitze bei Clark und bei Idee. Und die ersten Fahrer aus dieser Gruppe werden dann in Kürze wohl bald vom Feld oder von den besten Bergfahren, sagen wir mal, überrollt werden. Denn das Feld zieht sich natürlich jetzt hier weit auseinander. Wir sind wieder beim Feld, da ist auch Hunter, der Mann in Gelb, der natürlich jetzt abreist, gemeinsam hier auch mit Daniel Schorn, den wir gesehen haben. Also auch der beste Österreicher in der Gesamtwertung fällt hier zurück. Rollen Ihnen natürlich das Feld jetzt von hinten auf, zeigen Ihnen alle Favoriten und wollen natürlich sehen, wie gut Sie da jetzt durchgekommen sind. Die erste Gruppe sieht schon sehr gut aus, eben mit Denifel und mit Rohrecker, die da hinten herankommen. Das sind sie, diese Kehren. Schön zu sehen jetzt die Steilheit hier des Anstiegs. Ja, das Brutale am Horn ist auch, du siehst natürlich auch nach hinten, wo sind die Verfolger, die ja oft sehr nahe erscheinen, aber trotzdem durch die extreme Steigung doch dann 1-2 Minuten Rückstand haben. Und für die Hinteren ist es natürlich auch gut zu sehen, wo sind die Vorderen, nämlich auch dieses moralische Anhängern. Ja, auch dieses Zweierteam splittet sich jetzt auf. Und ED ist da weggegangen. Da kann Clark jetzt nicht mehr halten, hat sehr viel gearbeitet. Clark, vor allem in der Anfangsphase, war einer der aktivsten Fahrer. Da kriegt er jetzt die Rechnung präsentiert. Ja, es wird nicht lang dauern, dann wird er von den Hinteren geschluckt werden und hinten sieht man, wie sich das Feld aufsplittet. Da geht es jetzt bei den Hinteren, geht es jetzt nur noch darum, einfach einen Rhythmus zu finden und einfach dort rauffahren. Ja, Thomas Rohrecker an zweiter Stelle. 28-jährige Kramsacher sehen wir hier rechts. Er wollte eigentlich Fußballer werden mit 5 Jahren, dann wollte er Triathlet werden und hat er nur das Rad genommen. Wirtschaftsstudent aus Innsbruck, hat Wirtschaftsrecht studiert noch. Schauen wir auf den Tritt, Gerhard, schaut noch gut aus. Ja, der Thomas. Ah, das ist schon, beim Thomas schaut schon recht gut aus, dass er jetzt an vorne dabei ist, an zweiter Position. Zeigt, dass er schon mal unten rein ganz gute Beine hat, aber es wird sich dann natürlich zeigen, wann es dann wirklich steil wird. Wo sind Saste, wo sind die großen Favoriten, wo ist Menschow? Den können wir jetzt da noch nicht erkennen, aber der Anstieg ist ja noch lang. Lässt er da mal jetzt die Mannen von Leopard Trek vorne die Arbeit machen auf den ersten Kehren. Ganz vorne ist er jetzt alleine, der Solokämpfer vom Cofidis-Team Nicolas Ede. Also der Thomas macht mal recht einen guten Eindruck, hat sich das Trikot bereits aufgemacht, dass die Kühlung gut funktioniert. Ja, da hinten hat man schon Menschow von Sastre gleich an vierter, fünfter Position, hinten gleich an Hinterrad von Rohrecker. Das ist natürlich auch jetzt die Situation des Abtastens, da versucht jetzt noch nicht jeder Vollgas zu geben, weil natürlich der letzte Kilometer extrem schwierig wird. Und man weiß ja nicht, welche Favoriten da noch von hinten dann auflaufen, möglicherweise die Chance nützen. Ja, Sastre hat jetzt Thomas Rohrecker am Hinterrad. Also da haben wir schon den Kampf jetzt zu einer sehr frühen Phase in diesem Anstieg. Sastre, der richtig herangebracht worden ist, jetzt an die Spitze. Beide drehen sich jetzt um, ob da noch wer da ist, der mit uns mitgehen kann. Ja, der geht jetzt von Astana. Denifel ist leider abgerissen aus dieser ersten Gruppe. Vielleicht kann er sich noch erfangen.
Ja, Thomas Oerlikon dreht sich jetzt um. Interessante Phase jetzt. Wer geht noch mit? Wo findet man jemand? Ja, es ist natürlich auch jetzt eine Phase, wo du dir ganz genau die Kräfte einteilen musst. Nicht, vielleicht nicht jede Attacke mitgehen, sondern wirklich deinen Rhythmus finden, was natürlich auf diesem Berg, auf diesem unrhythmischen Berg wahnsinnig schwierig ist. Aber einfach sein Tempo fahren. Wenn du da jetzt einmal mitsprintest, nur um das Hinterrad zu halten, was eigentlich in dem Fall ja nicht viel bringt, außer psychologische Unterstützung, dann kannst du unter Umständen auch zum Schluss einen hohen Preis dafür zahlen. Und der Thomas ist ja erfahren genug, dass er weiß, wie ich dieses Kitzbüheler Horn angehe, worauf ich achten sollte und wie ich es mir einteile. Kohler sehen wir hier dahinter, Timothy Rhoda, Australien. Das sind die Fahrer, die jetzt abreißen. Wir sind wieder an der Spitze bei Nicolai D. Der kommt schon zur Mautstelle. Von da an sind es dann noch 5 Kilometer bis ins Ziel. Wie groß ist der Rückstand noch der Gruppe mit Sastre und Rohrecker? Ja, und von der Mautstelle hat er jetzt noch einiges an Höhenmeter zu bewältigen. Und vor allem hier wird es jetzt richtig steil. Also da hat es jetzt gleich einmal die Straße an die 14%. 620 Höhenmeter noch zu bewältigen bis ins Ziel aufs Alpenhaus. Ja, ganz deutlich zu sehen, die Fahrer haben jetzt ihre Trikots aufgemacht, um einfach auch bei den heißen Temperaturen optimal Kühlung zu bekommen. Ja, wir schauen natürlich auf Thomas Oerlikon und Sastre, die da mal das Tempo vom Astana-Mann nicht mitgehen. Könnte Robert Kieselowski sein, aber durch das offene Trikot können wir leider die Nummer nicht erkennen. Auf jeden Fall sieht man, dass er mit Pulsgerät fährt. Ja. Und der Puls wird ganz schön hoch gehen, Gerhard. Wie hoch geht denn der Puls da so? Während hier sehen wir die Vorarlberg-Fahrer, die abreißen. Da sehen wir auch Kozonschuk, den Russen, der auch nicht mehr mitgehen kann. Genauso wie Georg Breidler, der junge Tiroler. Puls? Ja, es ist von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Aber die Fahrer werden zwischen 160, 180 Puls hier herauffahren. Und können natürlich diese Pulsfrequenz nur einen gewissen Zeitraum wirklich hochhalten. Auch Stefan Denifel abgerissen, auch Sastre kann das Tempo nicht halten. Die fahren da so etwa über einer halben Sekunde hinter Thomas Rohrecker, hinter der Gruppe um Thomas Rohrecker. Und auch Sastre wirkt nicht so fit. Halbe Minute natürlich der Rückstand. Das ist noch nicht viel. Es geht, wie gesagt, noch sehr lange und es gibt oben noch die schwierigen Kehren. Da haben wir Martin Schöffmann, der Steirer, der gestern so tapfer gefahren ist. Auch er kann hier vorne nicht mehr mitfahren. Genauso wie der Däne Madsen. Ja, und jetzt werden bereits die ersten von der Spitzengruppe überholt. Ja, da ist schönes Tempo angeschlagen, schöner runder Tritt. Da ist Impe, ja, der auch schon schwer gezeichnet ausschaut, Daryl Impe. Das ist natürlich, dass da schon unterschiedliches Tempo gefahren wird zwischen denen, die vorne wirklich lange im Wind gefahren sind und jetzt die, die sich eigentlich im Hauptfeld versteckt haben und diesen Berg sich wirklich für diesen Berg geschont haben. Wer jodelt denn heute hier? Ist es Nicolas Hédé? Das wäre schon eine Riesensensation, wenn er hier durchkommt aus der ersten Spitzengruppe. Aber er ist noch im Rennen in Führung. Ja, aber das ist schon ein Tritt. Er hat schon einen ganz schweren Tritt. Und er spürt jetzt natürlich die Anstrengung der eigentlich fast 100 Kilometer, die sie vorhin in der Spitzengruppe gefahren sind. Aber er ist schon dran, da ist der Mann und dahinter hoffentlich auch Thomas Rohrecker, der das Hinterrad da einigermaßen halten kann. Aber der ist da auch schon abgerissen, denn das ist der Mann aus der Spitzengruppe, der da zurückgefallen ist. Das ist Manuele Boaro, der da auch das Tempo nicht mehr halten kann. Ja, Hédé hat auch schon, glaube ich, realisiert, hat sich jetzt schon umgeblickt, hat schon Blickkontakt. Ja, für den ist es gelaufen. Da hätte der Vorsprung schon extrem, also die hätten müssen mit 6-7 Minuten Vorsprung reinkommen, dass da eine Chance bestanden hätte. Und das ist den Unterschied von Tritt, wie rund er noch tritt und wie eckig. Der Mann vorne, Fredrik Kesjakov, ist der Schwede, der hier rausgesprungen ist aus dieser Gruppe. Die Frage, war das zu früh? Hat er ja schon zu früh sein Pulver verschossen oder ist er wirklich so gut drauf, dass er das durchziehen kann?
Vorne haben wir gesehen im Betreuerwagen Stéphane Auger, den sportlichen Leiter vom Cofidis-Team, ebenfalls erfolgreicher Etappensieger bei der Tour de France, ein Top-Sprinter. Da haben wir Oliver Zaugg, der aber auch nicht mithalten kann. Da haben wir Sastre, Matthias Brändle hier. Ja, Matthias. Sastre auch nicht wirklich so fit. Und neben ihm Bisolti, der Italiener vorne mit der 118, das ist Carlos Sastre. Ja, der kann nicht aufholen. Sastre kann im Vergleich auch auf Kesiakow nicht aufholen, auch im Vergleich mit Rohrecker nicht. Und Menschow ist noch weiter zurückgefallen, liegt da 100 Meter hinter Carlos Sastre. Und schauen Sie mal, wir fahren jetzt nach vor, wie weit der Weg ist. Also die sind da schon ordentlich abgerissen, denn wir sind da noch nicht bei der Spitze vorne. Wir sind da jetzt erst bei Kesiakow und ganz vorne noch Ede, der aber wirklich schon eingeht, der wohl nicht mehr lange an der Spitze fahren wird. Über 120 Kilometer ist er solo jetzt an der Spitze gefahren und vorher in der großen Gruppe. War ganz beachtlich, dass es so weit bis in den Anstieg hierher auf das Kitzbüheler Horn, das Horn der Qualen heute, geschafft hat. Interessant wird es natürlich jetzt heute, wie geht es dem Rohrecker? Es geht ja jetzt nicht unbedingt hier, dieses Kitzbüheler Horn zu gewinnen, sondern so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Ja, da dreht sich schon um, vor allem der Teamkollege natürlich von Astana, Simon Clark. Hat er noch Kraft, da vielleicht mit dem Teamkollegen mitzugehen in den letzten Kehren? Während vorne noch Boaro, Manuele Boaro kämpft, auch einer der Überbleibsler aus dieser Neun-Mann-Spitze. Ja, Astana auch mit einer starken Mannschaft hierher gekommen, obwohl sie natürlich die Top-Mannschaft bei der Tour de France haben, aber man sieht, auch sie sind sehr gut vorbereitet für diese Österreich-Rundfahrt. Ja, und da hat man jetzt kurz Thomas Rohrecker im Bild gesehen. Er fährt also hinter diesen beiden, die beiden Astana-Mannen, 60 Meter dahinter und muss wohl versuchen, jetzt aufzuschließen. Da haben wir Thomas Rohrecker. Der müsste jetzt einmal drankommen an diese beiden Starken, an Clark und Kesiakow. Und muss dann natürlich auch noch den Schlussangriff wohl von den Georg-Stars abfangen. Boaro ebenfalls zurückgefallen aus der Spitzengruppe, versucht da jetzt noch das Hinterrad zu halten. Ja, wir hoffen natürlich, dass Thomas Rohrecker genügend Kraft hat. Sastre kommt auf jeden Fall ein bisschen näher. Wir sind wieder bei der Spitze. Wir sind beim noch immer führenden Ede. Ja, was sagt denn der Experte? René, du warst jetzt mit dem Thomas lange unterwegs. Wie gut ist er beieinander? Wie schaut er aus? So, ich bin jetzt hinter Carlos Sastre und der Abstand zwischen Sastre und Rohrecker wird immer kleiner. Beim Rohre schaut es immer wieder aus, dass er immer härter fährt und es schaut gehackt aus. Sastre teilt sich das alles sehr, sehr gut ein, schaut sehr flüssig aus. Und für mich in der Gruppe, in der Verfolgergruppe, Sant'Ambrogio vom BMC, der Stärkste. Zurück zu euch. Ja, und Sant'Ambrogio ist der Vizemeister, der italienische, der auch gut bergfahren kann vom Team BMC Racing. Wir sind aber jetzt wieder bei Kesiakow, der jetzt schon aufgeschlossen hat und die Führung übernimmt. Ede kann nicht mehr mitfahren. Kesiakow, ist er jetzt die Lokomotive oder will er da wirklich jetzt selber auf das gelbe Trikot fahren? Ja, ich glaube, der fährt jetzt auf Sieg. Also er merkt, dass er gute Beine hat und da fährt jeder für sich selbst. Also da kommt auch die Teamarbeit überhaupt nicht mehr zu tragen. Da fährt jeder sein Tempo, seinen Rhythmus, versucht seinen Rhythmus zu finden. Und Teamtaktik ist da jetzt überhaupt nicht mehr die Frage. 31-jähriger Schwede lässt jetzt einmal Idee hinter sich. Aber dahinter... Ja, wichtig wäre es natürlich, dass der Thomas hier jetzt nicht zu viel Zeit verliert. Weil da geht es jetzt in erster Linie gar nicht um die Platzierung, sondern da geht es, wie viel Rückstand hat er dann zum Etappensieger, was sich natürlich auch auf das Gesamtklassement auswirken wird. Ja, Ede hat da keine Chance mehr, das Hinterrad des Astana-Fahrers zu halten, auch wenn er da noch vorangetrieben wird von den Hobbyfahrern, die selber noch genügend Kraft haben, jetzt die Topstars anzufahren. Wir sind wieder hinten im Rennen bei Boaro. Und der Blick
nach hinten der Fahrer, denn Thomas Rohrecker muss jetzt alleine fahren. Ein Nachteil, Gerhard, für ihn, dass er jetzt noch niemand mit hat? Nein, das ist der Wind spielt da jetzt nicht wirklich Rolle, weil die Geschwindigkeit ist so gering, dass Windschatten, es ist wirklich nur das Mentale, dieses Anhängen am Hinterrad. Das habe ich gemeint, dass ich jetzt niemand mit dabei habe, dass ich weiß, ich habe da einen starken, aber kann mit dem mitgehen. Ja. Aber der Tritt schaut natürlich beim Thomas Rohrecker, wir haben ihn schon mal runter darauf treten gesehen, obwohl er einer ist, der natürlich schwere Gänge fährt, aber das schaut nicht so richtig rund aus. Vielleicht war auch die längere Rennpause nicht die optimale Vorbereitung, weil natürlich immer noch das Rennen das beste Training ist. Und hinter ihm Carlo Sastre, der fährt natürlich auch sein Tempo. Gleich runter zu René Haselbacher, der ist für uns mittendrin im Rennen. Ich bin hinter Carlo Sastre und wie gesagt, der fährt einen Supergang. Der ist nur mehr 20 Meter hinter Thomas Rohrecker. Und ich glaube, er hat sich super eingeteilt. Dennis Menschow ist circa 25 Sekunden hinter Rohrecker. Zurück zu euch. Ja, und der hat jetzt noch einmal versucht, ein bisschen Gas zu geben. Wir haben es gesehen, kurzer Antritt jetzt vorbei schon an Simon Clark. Liegt also jetzt hinter Kesjakow an zweiter Stelle im Rennen. Aber seine Gegner kommen von hinten. Da haben wir Clark, der zurückgefallen ist, genauso wie Manuele Boaro. Und jetzt sind wir wieder vorne bei Kesjakow, beim Schweden in Führung. Ja, der natürlich immer noch einen sehr, sehr schönen Rundentritt hat. Ich hoffe, er weiß, worauf er sich einlässt, weil der letzte Kilometer, der stellt sich nochmal richtig auf. Das ist dann, wo es dann diese Rampe mit knapp 23% gibt. Und wenn du nicht weißt, wie steil es dann da in den letzten Kilometer wird, der sich extrem zieht noch, dann und eventuell schon voll vorher den Pulver verschießt, dann kann das natürlich bitter enden. Der Thomas weiß natürlich noch, was auf ihn zukommt. Und da vorne in Rot sehen wir schon Sant'Ambrogio, der jetzt schon vorbeigegangen ist an Boaro und auch vorbeigegangen ist an Leopold König. Das ist der Mann vom NetApp-Team. Also auch Sant'Ambrogio wirklich gut bei Tritt. Wir sind wieder bei Thomas Rohrecker, der jetzt auch an ED vorbeigeht. Aber schauen Sie den Blick nach vor, wie weit vorne Kesjako fährt. Nein, das sind sicher schon 30, 40 Sekunden Vorsprung, die er hat. Aber nichtsdestotrotz, der Thomas ist super unterwegs. Er liegt jetzt, jetzt momentan an dritter Stelle. Er fährt ein sensationelles Rennen. Thomas Rohrecker, der hier vor 4 Jahren gewonnen hat, eben mit der Rekordauffahrtszeit 28 Minuten 24, der hier den Toursieg quasi vorgebucht hat bei seinem Erfolg vor 3 Jahren. Also er fährt wirklich ein gutes Rennen, jetzt an zweiter Stelle. Wichtig ist natürlich, sollte Carlo Sastre von hinten kommen, dass er sich an ihn anhaftet, dass er da nicht den Moralischen kriegt, dass er vielleicht ein bisschen demoralisiert wird, sondern sich wirklich darauf konzentriert, vorne so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Wir sehen, wie eng die Straße ist, die Rennleiterautos haben da Mühe, auch die Motorräder mit den Fotografen durchzulassen. Das ist Sant'Ambrogio, der italienische Vizemeister, der auch in Italien in Doping-Ermittlungen des Staatsanwalts derzeit verwickelt ist. ED fällt raus und die beiden schon an ihm vorbei. Sastre vorne mit der 118, dahinter Sant'Ambrogio, Mauro Sant'Ambrogio. Ja, die beiden haben natürlich jetzt den Vorteil, hier gemeinsam durchzuziehen, während Simon Clark jetzt sich schon umgedreht hat und jetzt wartet auch, ob irgendjemand nachkommt. Einer der aktivsten Fahrer in dieser Spitzengruppe. René Haselbacher, bitte, live auf dem Motorrad, bitte. Ich fahre hinter Rohrecker und Sastre und immer wieder kann ich sehen, dass sich der Rohrecker umdreht. Er verliert aber eigentlich nicht sehr viel. Sie werden ihm natürlich jetzt da schon schlucken, aber immer wieder erhöht Tommy Rohrecker das Tempo und es schaut hier eigentlich sehr, sehr gut für ihn aus. Wir müssen natürlich aufpassen auf Sastre, der ist ein alter Fuchs, der weiß ganz genau, wie man sich das Rennen einteilt. Aber ich hoffe doch, dass Tommy jetzt dann hinter Sastre sich festkleben kann. Dankeschön, René. Die Frage ist natürlich jetzt, wie legen es die beiden an? Versuchen sie jetzt wirklich Thomas zu demoralisieren, indem sie einfach kurzzeitig ein höheres Tempo anschlagen, wo er so einmal richtig zum Kiefeln hat? Oder gelingt es ihm einfach anzuhängen und zu dritt? Aber man sieht jetzt auch bei Sastre, der jetzt leicht Meter verloren hat, versucht jetzt da gar nicht anzuhängen und versucht seinen Rhythmus weiterzufahren. Ja, der gehört natürlich nicht dazu, ohne Trikot wäre es hier nicht möglich raufzufahren. Da haben wir Carlos Sastre,
Gesamt-30. heuer beim Giro, 7. bei der Slowenien-Rundfahrt. Er hat noch nicht das Top-Ergebnis heuer. Er bräuchte schon eine große Rundfahrt. Und wir sind wieder beim Führenden, bei Fredrik Kesjakow. Und Posoni, den haben wir auch gesehen, auch noch zu erwähnen, vom Sky-Team, den wir auch auf der Rechnung hatten. Der ist auch hier mit dabei, der hier schon am Horn ganz toll gefahren ist. Aber Peter, du weißt ja, wie in der Vergangenheit, es hat ja oft ausländische Fahrer gegeben, die das Kitzbüheler Horn nicht gekannt haben, die sich einfach verkalkuliert haben. Und vielleicht spekulieren wir, können wir auch noch darauf spekulieren, dass er sich hier ein bisschen verkalkuliert hat. Und da sieht man Sastre, ja, er ist nicht so top beieinander. Er hat da jetzt wirklich Boden verloren. Er versucht jetzt wieder an die Gruppe ranzukommen. Aber es läuft ihm auch offensichtlich nicht so locker. Er kann da nicht mitgehen, denn man hätte doch erwartet, dass die drei jetzt hier kompakt gehen, aber Sastre kann die Frequenz da nicht halten. Vorne Kesjakow, wir machen den Blick nach hinten. Wo sind die Verfolger? Ja. Ja, da haben wir jetzt sicher schon über eine Minute Rückstand. Schwer zu schätzen jetzt, aber der hat sich jetzt schon einen sehr schönen Polster herausgefahren. Aber der Thomas fährt immer noch ein sensationelles Rennen. Also man sieht auch, er liegt jetzt momentan an zweiter Stelle hinter ihm Sastre. Er kämpft natürlich auch und hier fährt jeder sein Rennen. Und da schmerzen natürlich die Beine. Carlos Sastre, das ist der Mann, der Tour de France Gesamtsieger 08 mit seiner tollen Solofahrt in Alpe d'Huez. Der muss das Kitzbüheler Horn doch hier auch im Griff haben, aber bisher zeigt er schon Schwächen. Das ist der Führende, Fredrik Kesjakow mit dem Blick hinten am Schwarzsee, aber für den hat er jetzt kein Auge. Noch alleine unterwegs, dann kommen die Massen auf den letzten Kehren, die dann mitlaufen werden, für echte Tour de France-Stimmung sorgen werden. Ja, schaut noch sehr rund aus, der Schwede. Ja, aber die fahren natürlich alle jetzt schon am Limit. Also da fährt jeder fast ein Einzelzeitfahren am Limit. Blick rüber zum wilden Kaiser Sastre, versucht sich wieder heranzukämpfen, hat aber auch natürlich jetzt niemand mehr, der ihn unterstützen kann. Das sind die aktuellen Prozentanzahlen. Auch für die Hobbyfahrer hier immer wieder schön zu sehen, für die Rennfahrer wohl weniger. Live ins Rennen. René, wie sind die Beine? Was siehst du unten direkt wenige Zentimeter neben den Radstars? Ich bin hinter Tomi Roeker und Sant'Ambrogio hat jetzt das Tempo verschärft. Er ist circa 5 Meter hinter Tomi und hinter Tomi ist Sastre. Die drei sind eigentlich für mich ziemlich gleich stark. Sastre fährt auch nicht mehr ganz einen leichten Gang. Man sieht, dass er sich auch mehr quält. Sant'Ambrogio hat für mich eigentlich, er schaut für mich am fittesten aus. Und schön langsam schaut es auch bei Tommy gequält aus. Aber hopp, hopp, Tommy. Und zurück zu euch, Zadi und Peter. Danke, René. Wie ist es für dich eigentlich einmal so weit vorne auf einem steilen Berg zu fahren, oder? Tolles Gefühl, oder? Peter, das brauche ich dir aber bitte nicht erklären, wie toll das ist. Ich habe Gänsehaut. Ich war, glaube ich, beim Rennen noch nie so weit vorne am Berg. Herrlich. Dankeschön, René. Der Mann, der im Gruppetto kämpfen musste, um überhaupt da innerhalb der halben Stunde zu bleiben. Jetzt für Sie live dabei im Kampf um die Entscheidung. Sant'Ambrogio wie ein Uhrwerk. Ja, wobei, du darfst nicht ungerecht sein. Der Hase hat schon sehr tolle Sprints, gute Rennen gewonnen. Aber seine, nicht am Kitzbüheler Horn. Seine Domain war natürlich die Sprints und deswegen, glaube ich, umso erhebender dieses Gefühl, hier wirklich hautnah das Rennen mitzuverfolgen und den Fahrern wirklich auf die Beine zu schauen. Du siehst ja den Tritt und jetzt geht Sastre an Roeker vorbei und Sant'Ambrogio. Jetzt muss er dranbleiben, Thomas Rohrecker, denn der René hat es gesagt, das ist ein alter Fuchs, Carlos Sastre, und hat sich vielleicht hier zu Beginn des Anstiegs ein bisschen zurückgehalten, denn da geht er jetzt innen durch, Sant'Ambrogio versucht jetzt dran zu bleiben, aber Rohrecker kann das nicht im Moment. Es ist natürlich auch jetzt das Rennen in einer sehr feinfühligen, sensiblen Phase, auch vom Psychologischen her. Hier wird natürlich auch psychologisch taktiert, kurz einmal angetreten, um die anderen vielleicht ein bisschen zu demoralisieren. Der andere weiß natürlich nicht, wie gut ist er wirklich, ihn anzutesten. Aber natürlich auch mit der Gefahr, wenn ich hier ein paar Mal zu stark ankicke, können mir die Körner auf dem letzten Kilometer ausgehen. Also, Sant'Ambrogio und Sastre aber ganz locker hier jetzt im Paarlauf. Hinter Kesjakow, der immer noch an der Spitze liegt. Und die machen den Blick natürlich nach vor. Wo können sie dann erkennen den Führenden, der schon die letzten Marken an den Kehren erkennen kann? Wir kommen zum steilsten Teil und zum Teil der engsten Stellen. Kesjakow schaut doch sehr gut aus.
von Sant'Ambrogio links, Saste unnachahmlich. Ab hinten aber auch Thomas Oerecker, der versucht dran zu bleiben. Dahinter Leopold König, der Mann vom NetApp-Team, der von hinten jetzt zu Oerecker aufgeschlossen hat. Leopold König oder König Leopold? Wie du willst. Geadelt auf jeden Fall. Thomas Oerecker also im Moment an vierter Stelle in dieser Etappe. Dahinter kommt aber König und es geht natürlich auch um den Rückstand für die Gesamtwertung. Der letzte Kilometer bereits für den Schweden Kessiakow. Gibt es heute hier einen Überraschungssieger. Und das ist jetzt das steilste Stück. Da stellt sich die Straße noch einmal um 2-3% auf. Also wir haben jetzt eine Steigung von 22,3% und das verlangt natürlich den Fahrern alles ab jetzt. Teuflisch steil, Sigi Renz wartet mit dem Teufelsstaberl und wir schalten noch einmal zu René Haselbacher. Ich war ganz vorne bei dem Spitzenfahrer, der hat 1 Minute 30 Vorsprung. Saste kommt jetzt zum steilsten Stück und er schaut sehr, sehr gut aus, Sant'Ambrogio am Hinterrad. Und dahinter mit circa 15 Meter, 10 Meter, Tommy Roeker. Sehr gut. Und wieder zu euch zurück. Na, der Thomas fährt nach wie vor wirklich ein gutes Rennen. Man darf jetzt nicht ungerecht sein. Liegt jetzt an vierter Stelle. Also, ja, jetzt schauen wir mal, ob Königin da jetzt noch versucht, jetzt oder ob es ihm gelingt, zu Thomas aufzuschließen oder Thomas wirklich seine vierte Platzierung. Und doch jetzt einfach zu versuchen, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Da geht es jetzt gar nicht so primär um die Platzierung. Und König ist jetzt fast schon an Thomas Roeker dran. Und das ist jetzt das extrem steile Stück. Und man sieht es jetzt, die Fahrer gehen aus dem Sattel heraus. Jetzt werden wirklich die Übersetzungen von 25 hinten gefahren. König hinten, Roeker, da wollen natürlich die Fans jetzt anschieben, dem Tiroler in Tirol vielleicht den zweiten Hornsieg schenken, aber der Vorsprung von Kessiakow, der ist schon groß. Da ist er, schon nur noch 500 Meter bis ins Ziel. Der Mann des Kitzbüheler Horns ist Kessiakow, der unten früh attackiert hat, jetzt mit riesen Vorsprung rauskommt und sogar Carlos Sastre in Schach halten kann. Schauen Sie, weil die beiden sind da noch nicht aufgetaucht, und nämlich Sastre und Sant'Ambrogio. Obwohl dieses letzte Stück ja extrem schwierig zu fahren ist, aber er hat jetzt den Vorteil, dass er sich natürlich orientieren kann. Er kann ein paar Serpentinen runterschauen. Wo ist die Konkurrenz? Und das beflügelt jetzt natürlich noch einmal umso mehr zu sehen. Ich bin alleine vorne weg und er hat offensichtlich heute die besten Beine. Ja, und da war gerade der Blick nach oben. Ja, und hinten der Teufel, der ist auch schon mal lockerer gerannt. Vielleicht zu heiß heute, ja, ja. An die 30 Grad. Oder aber vorne Leopold König schon, der jetzt Thomas Roeker wirklich hat stehen lassen. Roeker jetzt im Moment also an fünfter Stelle im Rennen. Vorne Kessiakow, das ist Sastre. Und nur noch 300 Meter und die letzte Kehre schon für den kühlen Schweden, der im heißen Kampf um das Kitzbühelhorn hier durchgeht. Das geht sich nicht mehr aus. Ja, das ist jetzt richtig Tour de France-Stimmung da heroben. Und er wird natürlich beflügelt. Er hört natürlich auch schon den Platzlautsprecher heroben, obwohl dieser letzte Kilometer sich extrem zieht. Aber er weiß natürlich, dieses Rennen kann ihm keiner mehr wegnehmen. Und er versucht natürlich jetzt wirklich alles zu geben. Weil jetzt geht es natürlich jede Sekunde, die er... Ja, er hat sogar noch Zeit, dass er sich jetzt das Trikot zumacht, um seine Sponsoren zu zeigen. Zum ersten Mal gewinnt ein Schwede am Kitzbühelhorn nach dem Dänen Sörensen 2008. Der König am Horn, Fredrik Kessiakow aus Schweden, schlüpft ins gelbe Trikot der Österreich-Radrundfahrt. Aber wir schauen auf Thomas Oerecker. Was kann er schaffen? Kann er im Rennen bleiben? Hier auf jeden Fall. Er wird mitfighten. Wie groß ist der Rückstand? 3:50:09, die Zeit des Siegers. Ja, und Sant'Ambrogio hat da schon Saster jetzt ein paar Meter abgenommen. Dahinter kommt Leopold König, aber Thomas Oerecker ist da weiter, glaube ich, zurückgefallen. Ja, aber er fährt immer noch gutes Rennen. Ich meine, er hat ein paar Meter, wobei das sind jetzt auch schon schätzungsweise 30 Sekunden auf seinem Ambrogio. Und Carlos Sastre, die drei sind ziemlich knapp beieinander. Aber trotzdem, der Thomas ist dabei und es warten ja noch einige schwere Tage auf uns. Es ist ja damit nicht jetzt alles entschieden und deswegen wichtig für den Thomas jetzt einfach nicht aufgeben, sich nicht zu demoralisieren und weiterzufahren, um jede Sekunde zu kämpfen. Das wird da wohl ein Rückstand werden von an die 2 Minuten für Thomas Roeker. Thomas, gib Gas. Und er hat ja morgen und übermorgen noch die Chance am Glockner. Das ist Sant'Ambrogio, der aber auch schon weit zurückliegt. Wir sehen die Zeit unten eingeblendet. Rückstand auf den Sieger. Das wird über 1 Minute werden. So souverän ist der Schwede hier heraufgeklettert. Rang 2 am Kitzbühelhorn für Mauro Sant'Ambrogio, den Vizemeister aus Italien.
Laurent Sastre hat da keine Chance. Auch Leopold König, der jetzt am König der Tour de France noch vorbeigeht. Rang 3 für König. Vierter, Carlos Sastre mit 1,21 Rückstand. So, und jetzt wird spannend. Und wir warten auf Thomas Urecker. Wie groß ist sein Rückstand? Rang 5 auf jeden Fall in der Österreich-Tour. Er kämpft natürlich, er kämpft. Alles rausgeholt. Rückstand für ihn. 1,36. Und Thomas Urecker also hinter Carlos Sastre auf Rang 5. Ja, braves Rennen gefahren, wirklich braves Rennen gefahren, der Thomas. Weitere Fahrer kommen natürlich jetzt herein. Das ist Bosoni, der Mann vom Sky-Team. Der dahinter ist davor Christopher Butler, der US-Amerikaner. Es wird spannend. Die Rückstände, alle da eng beisammen. Und wir haben kommt der Stefan Denifel. Auch ja, da. Der schaut auch nicht mehr so locker aus. Wir haben es unten gesehen. Er ist unten früh schon nicht mitgekommen mit dem Tempo. Rückstand an die 2,5 Minuten für ihn. Das ist Oliver Zaug, Das ist Oliver Zaug. Das heißt, Stefan Denif ist noch weiter zurückgefallen. Ein Katuscha-Fahrer hier noch vor ihm im Ziel. Erde Nummer 53. Und das ist natürlich dann schon viel Rückstand jenseits der 3 Minuten. Ja, damit Oliver Zaug dann noch überholt vom Italiener, vom Farnese Vini-Team. Ja, 2,5 Minuten, das ist schon sehr viel. Alessandro Bisolti und Oliver Zaug. Oliver Zaug, der sich auch wohl mehr erwartet hat, der hier auch nicht zu Urecker aufschließen konnte. Das war, glaube ich, Dominik Brendle, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, das ist Hollenstein. Das war Reto Hollenstein vom Vorfeld. Genau. Und jetzt Dennis Menschow, Rückstand auch schon. Ganz gewaltig, also 3 Minuten Rückstand für Menschow, das ist viel. Ein Zeichen dafür, dass er wirklich nicht in Form ist. Ja, Reto Hollenstein. Schweizer vom Team Vorarlberg, eigentlich der stärkste Bergfahrer, auch er weit abgeschlagen. Ja, und Sie sehen, wir sind jetzt noch nicht einmal bei den Top 20 durch. Also Misurov, der Mann vom Astana-Team, auch die Shimano-Mannschaft kommt jetzt. Wir warten natürlich auf die nächsten Österreicher, aber es war sicher, das können wir jetzt schon sagen, eine Vorentscheidung für die, sagen wir mal, Top 5, 6 Fahrer in der Gesamtwertung, auch heuer wieder hier, wie sich die Fahrer heute hier präsentiert haben. Da haben wir Jan Barter, der ja auch für seine Verhältnisse gut unterwegs war eigentlich am Berg. Dass die Österreicher hier liefern, Stefan Kirchmeier von der Tirol-Mannschaft in 16. Position. Ja, alle haben alles gegeben. Mit der Spitze. Und da kommt jetzt der nächste Österreicher aus dem Team Tirol. Marcel Wiss, Geoffrey Dachre und Jan Barter. Das ist Harald Totschnig. Harald Totschnig mit einem Rückstand von 4,21, auch für, sagen wir mal, seine alten Tage, routinierter Mann mit 36 Jahren, auch sehr gut heraufgekommen hier. Wir haben ein braves Rennen gefahren, aber natürlich für einen Gesamtsieg, da ist jetzt einmal ein Teil der Vorentscheidung gefallen. Ja, und wir freuen uns natürlich auf ein spannendes Duell der Top-Bergfahrer. Jetzt morgen eine nicht so steile Etappe, aber auch mit dem Pastoren, mit dem Fabertal, mit der Pustertaler Höhenstraße. Nicht zu unterschätzen. Interessante Etappe, nicht zu unterschätzen. Auf eine Neuauflage des Duells Kesjakow, Sastre, Rohrecker, Menschow. Und natürlich dann der Großglockner heuer besonders schwierig. Übermorgen ab 11.05 Uhr wieder live für Sie. Da fahren wir nämlich nicht nur über den Großglockner, sondern am Ende auch noch über den Dirntner Sattel. Schwieriger Anstieg, dann noch kurz vor dem Etappenziel. Also die 3 Entscheidungstage live bei uns in ORF1, morgen ab 12.30 Uhr, am Mittwoch dann um 11.05 Uhr. Wobei die nächsten 2 Tage wirklich auch hart werden, vor allem auch dann der 3. Tag. Da werden die Fahrer natürlich auch die Anstrengung der letzten Tage spüren. Es wird wahrscheinlich einige Fahrer geben, die versuchen zu attackieren, und da wird es auch schwierig für die Führenden, wirklich das zu kontrollieren, dieses Rennen. Ja, wir haben viele verschiedene Mannschaften vorne, auch das freut uns natürlich als Zuschauer, als Beobachter, denn wir haben mit der Astana-Mannschaft eine starke Mannschaft, die heute gezeigt hat, dass sie wirklich kontrollieren kann. Wir haben natürlich Geox, wir haben natürlich auch die Mannen von Radio Shack. Machado wird sicher kontern. Also es wird sicher ein spannender Kampf auch der Top-Teams. Ja, und vor allem auch das Team rund um Thomas Reuecker, Leopard, ein starkes Team. Da sind jetzt die Positionen auch klar gesetzt. Das heißt, jetzt werden natürlich alle für den Thomas vorne ihn unterstützen. Sehen noch einmal den Zieleinlauf von Fredrik Kesjakow.
der international noch keine Top-Ergebnisse gezeigt hat. Der Kitzbühelhorn-Sieger 2011 zum ersten Mal, also ein Schwede, beim 12. Mal hier am Kitzbühelhorn. Und damit gehen wir in den Zielraum runter, wo die Fahrer ausschnaufen und einer einschnauft. Roland Hönig. Den wir herzlich gratulieren. Frederik, zunächst einmal Gratulation. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Also zuerst vielen Dank. Und ja, das ist ehrlich gesagt mein erster Sieg auf die Straße. Ich war vorher ein Mountainbiker und das ist jetzt mein drittes Jahr auf die Straße und mein erster Sieg. Und ja, ich bin super glücklich. Wo war die Entscheidung in diesem Rennen? Es war vielleicht nach einem Kilometer vom letzten Aufstieg. Wir kamen ziemlich schnell rein und dann hat das Tempo sich ein bisschen, alle waren ein bisschen vorsichtig und dann haben sie angefangen zu attackieren. Dann bin ich nach vorne gefahren, alle haben ein bisschen aufgehört zu pedalieren und ich bin gefahren und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich nicht nach hinten, ich fahre nur jetzt bis zum Oben und schauen wir, ob es klappt oder nicht. Frederik, Sie wissen auch, der Sieger des Kitzbüheler Horns war in den letzten Jahren auch sehr oft der Sieger der gesamten Tour. Haben Sie jetzt einen großen Druck? Ja, vielleicht einen Druck habe ich, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt so froh nur mit dem Sieg. Und was jetzt in den nächsten Tagen passiert ist, es wäre schon schön zu versuchen, den Trikot zu verteidigen. Aber wenn es nicht klappt, dann bin ich schon super glücklich. Und alles, was jetzt passiert, dann, das sehen wir Tag für Tag. Dankeschön. Danke. Ja, und in den letzten beiden Jahren mit Albasini und Rico eben eins auf dem Kitzbühelhorn und auch die Nummer eins im Etappenziel. Das Ganze sechsmal schon in den letzten 11 Jahren. So ist es heute ausgegangen. Noch einmal für Sie das Etappenergebnis. Kesjakow, also 1 Minute 14 vor Sant'Ambrogio. Leopold König, der Tscheche dahinter. Sastre auf Rang 4. Thomas Rohriger 1,38 Rückstand. Possoni ebenfalls. Bastler und Ignatienko noch auf Platz 8.